Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin, weil hier das Schiff im Wasser drin ist. Ich glaube, ich bin auf der Halbinsel. Wie, Kann das sein? bei Kamishovo unten ist. Denke ich mal, wo wir uns Beim Leuchtturm da letztens in der dran. Nähe. Ja. Bin aber auf Oh. der hinteren Seite, glaube ich. Jetzt hier erstmal den Weg hochlaufen und gucken. Wenn nicht, muss ich mich halt hin. Auf jeden Fall nicht bekannt vor. Ich renne mal zu dieser anderen Militärbase bei Minkino. Da könnte ich ein bisschen looten. Da war letztens nicht großartig was los. Vielleicht ist da Ja, irgendwas. kann überall was los sein, ne? Military ist Military. Frage ist, ob ich Elektro überlebe. Da ist die Elektro-Kampfzone? Ja. Ja, Elektroskampfzone. Lass mal gucken, ob ich überhaupt Loot finde. Meine Motion ist weg. Moment, das. Ich habe einen kurzen Kompass gezogen. Und dazu hat er die abgelegt. Ja, und du bist weiter dran. Nee. Gar nicht. Ich habe dann den Kompass wieder weggepackt und die Motion ist weg. Du musst Warte. eigentlich da liegen. Ja, ich gucke auch gerade. Ja, schade drum, falls sie jetzt wirklich noch hier irgendwo liegen sollte, dann ist sie halt. Wird nie einer finden, weil keiner wird hier mit Tab rumlaufen auf dem Stück. Ne. 20 Häuser durchsucht, eine Dose Essen hiervon. Ja, ich gebe jetzt die Suche hier auf. Ich werde jetzt weiter zur Military Base rennen und die muss dann aufgeben müssen. Ist ja nicht so, dass ich wieder 4 Stunden gespielt habe, bis ich diesen scheiß Mosin gefunden habe. Naja. Ich muss jetzt langsam und auch hoffentlich da mal ankommen, weil irgendwie. Jetzt geht's bergab. Irgendwie ist es sehr eigenartig hier. Ach, da hinten kommt Freifläche. Ich glaube, da muss ich hin. Da hinten kommt auch Freifläche. Das sieht aber alles nicht mehr so aus, als ob da noch Vegetation ist. Wo nimmt der die nicht? Meiner nimmt gerade hier kein Zeug auf. Muss versuchen, erst in die Hand. Ach, da ist die Military Station. Alles gleich mit da. Puh. Und ich habe schon gedacht, ich kann mich jetzt nicht mehr auf meinen Orientierungssinn verlassen. Nee, er nimmt's nicht meine Hand. Okay. Na, okay. So. Dreckige Nägel, was soll ich denn damit anfangen?
Oh, der Rentenspieler. GZ? Er hat noch nicht viel. Mit der Mosin könnte ich den aus dem Weg holen. Jetzt habe ich nur eine Pistole. Ja, ich beobachte ihn mal weiter. Mal sehen, wo er rausrennt. Wäre so ein gutes Sniper-Ziel, der Typ jetzt. Aber ich muss mich in Geduld üben. Mit der Pistole kriege ich den nicht weg. Und der sieht mich 10-mal kommen, bis ich da bin. Ja, lootet alles schön fein säuberlich durch, der kleine Sack. Irgendwas, er sucht weiter mit der Tonne. Ich weiß jetzt nicht, ob er die als Schutzschild benutzen will gerade. Falls einer ihn snipen will, weißt du, weil die Schutztonne... Ja, die Tonne schützt ihn ja vor Schüssen. Die Schutztonne schützt. Ja. Mann, oh, was soll ich meinen? Ja. Nee, es sind zwei. Einer hat eine Knarre und der andere hat die Tonne. Und jetzt sind sie beide in dem einen Zelt. Und suchen weiter. Zwei wegpisteln ist schon schwer. Ja, ja. Jetzt krieg ich nicht hin. Du sowieso nicht. Er guckt. Der mit der Piste. Er hat eine SKS, sieht's auf die Entfernung aus. Die rennen wieder durch 5 Milliarden Zelte. Ich weiß aber nicht warum. Die waren da überall schon drin. Aber die gehen wieder durch die Zelte. Es ist unlogisch. Die gehen komplett die gleichen Wege lang, die die eben schon lang gegangen sind. Ja, also haben die bestimmt da was am Laufen. Dass die das ganze Zeug rausholen, was in den Zelten liegt. Das ist ja so ein bekannter Bug. Ne? Alles komplett rausnehmen und an einem Platz hinlegen. Und nach 2-3 Minuten liegt neues Zeug in den Zelten. Das machen die wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit, um sich nachher dann das beste Lumpe davon rauszusuchen, weißt du? Oder weil sie was Bestimmtes haben. Ja, dann muss er aber backen. Was macht er denn mit dieser scheiß Tonne? Ja, ich weiß es nicht. Er kann die Tonne doch schlecht in die Hand nehmen. Wenn die voll ist. Ich könnte mich nach hinten zu ihrem komischen Stein verziehen. Wenn die da wieder hinkommen, knall ich sie ab. Weißt du, wenn sie sich da so hinhocken und denken, sie sind sicher. Ja, das mache ich jetzt. Macht ja eh keinen Sinn. Ich brauche nicht ewig weiter zu beobachten. Ich müsste mich mal zur Tanne vormogeln. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Der Typ mit der Tonne ist da. Oh, er rennt. Oh, er war gerade direkt bei mir. Er rennt hier rum und sucht mich. Wieso sucht er dich? Weiß ich nicht. Irgendwas sucht er. Er hat gerade sogar die Waffe weggesteckt. Alter! Da kommt jetzt wieder der mit der Tonne. Jetzt rennt er wieder mit seinem Düngesack da. Na, dann nimmt er Axt. Wenn ich hinter ihm, wenn er sich ausloggt, dann müsste
Der müsste er sich ja wieder hinstellen, ne? Ja. Ja, er hockt nur. Aber warum hockt er? Ich nehme mal die Axt raus. Haben die nur Ingame mit einer neuen Lava? Also das ist ja der andere vorgewarnt. Ah, oh, ich bin tot. Ja, ich hab. Ich glaube, ich hab sie Ingame gehört gehabt. Ich trau mich ran. Vielleicht so gerade auf dem Desktop oder so was. Kacken gegangen eine Runde. Kommt wieder und ist tot. Beschuldigt wahrscheinlich den anderen. Ja, hast du mich getötet? War ich? Naja, du bist hier der Einzige. Hier rennt einer weg, hier rennt von mir weg. Unconscious. Oh mein Gott. Na, warte, ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Ich glaube, ich hab ihn auch. Er schießt nicht mehr. Ich werde wieder wach. Ich bin tot. Fuck! Fuck! Ich werde wach, ich bin tot. Er hat mal eben schnell die Waffe gezogen. Ich hab eigentlich gewartet, bis ich freiere Schussfelder hab. Fuck! So eine Scheiße. Ich habe vor allen Dingen nicht ihn getroffen mit der Axt, ich habe andauernd diesen Busch getroffen. Ich habe 5-mal mit der Axt auf ihn eingeprescht, ne? Scheiße.